Hallo und herzlich willkommen, sehr geehrte Teilnehmer, zu dem heutigen Webinar der DKE. Ich hoffe, Sie verstehen mich, Sie können mich hören. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an unserem Webinar mit dem Thema VDE-Anwendungsregel, was, wer, wie teilzunehmen. Es ist das erste DKE-Webinar einer ganzen Reihe. Weitere Webinare werden folgen am 13. und 14.07., also nächste Woche, zu den verschiedensten Themen. Diese sind auf der DKE-Homepage auch zu sehen. Im heutigen Seminar wird es, wie gesagt, um die VDE-Anwendungsregel gehen. Dabei gibt es diese Form des Dokumentes seit einigen Jahren in der deutschen Normungslandschaft. Neben dem Erarbeitungsprozess und den Rahmenbedingungen wird auch erläutert werden, wann und für wen es sinnvoll ist, ein solches Dokument zu erarbeiten und auch einzusetzen. Dazu möchte ich den heutigen Referenten zu diesem Thema begrüßen, Herr Dr. Stefan Heusinger, ein Experte auf dem Gebiet der Anwendungsregeln, denn Herr Heusinger ist Leiter der Abteilung Standardisierung und Innovation in der DKE. Er ist seit 2006 Mitarbeiter der DKE, hat hier angefangen als Normungsmanager im Bereich Audio, Video, Multimedia, Informations- und Kommunikationstechnik. Von der Ausbildung her ist er promovierter Elektrotechniker. Auch ein paar Worte zu meiner Rolle. Mein Name ist Kerstin Sann und ich werde heute Ihre Moderatorin sein. Ich bin selbst Mitarbeiterin im VDE bzw. in der DKE. Ich bin Projektmanagerin im Bereich der Standardisierung für das Thema Use Cases in der Elektromobilität und bin seit Anfang des Jahres auch Referentin für die Batteriegremien und Umweltaspekte in der DKE. Und in diesen Bereichen werden die Dokumente Anwendungsregeln auch immer stärker verwendet und auch erarbeitet. Bevor wir mit dem Vortrag loslegen, habe ich noch ein paar organisatorische Hinweise. Sie als Teilnehmer sind während unseres Webinars stumm geschaltet. Das hat den Hintergrund, dass Störgeräusche vermieden werden sollen. Sie können natürlich trotzdem mit uns kommunizieren, das sollen Sie sogar. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie aktiv am Webinar teilnehmen. Einige Teilnehmer haben die Funktion auch schon genutzt. Das ist nämlich die Fragen- und Antwortfunktion links in Ihrem, rechts in Ihrem Bild, Entschuldigung. Dort können Sie uns direkt Fragen stellen. Und ich als Moderatorin werde dann entscheiden, ob wir die Fragen direkt an den Referenten Herrn Heusinger stellen oder ob wir sie am Ende gebündelt beantworten. Das hängt von den Fragen ab. Ich werde das dann intuitiv entscheiden. In jedem Fall werden wir aber alle Ihre Fragen versuchen zu beantworten. Im Anschluss an das Webinar möchten wir gerne von Ihnen wissen, wie Ihnen das Webinar gefallen hat. Dazu wird in Ihrem Browserfenster automatisch eine kleine Zufriedenheitsumfrage gestartet, an der wir Sie bitten, teilzunehmen. Wir möchten nämlich auch in Zukunft Mehrwerte bieten und sind dabei sehr an Ihrer Meinung interessiert. Der letzte organisatorische Punkt ist, dass wir Ihnen im Anschluss an das Webinar eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen werden. Diese können Sie dann über einen Link öffnen und sich nochmal anschauen. Das bedeutet, wenn Sie die Folien nicht direkt auf den ersten Blick vollständig erfassen können, dann haben Sie hinterher nochmal die Möglichkeit, sich das Ganze in Ruhe anzusehen. So, bevor ich jetzt an unseren Experten, Herrn Stefan Heusinger, übergebe, möchte ich noch erfahren, mit wem haben wir es denn eigentlich bei Ihnen als Teilnehmer zu tun? Dazu nutze ich eine Umfragefunktion und zwar möchte ich Ihnen gleich die Frage stellen, ob Sie bereits in der Normung aktiv sind. Dies wird dann rechts in Ihrem Bildschirm aufgeblendet werden und Sie haben dann eine Minute Zeit,
dort eine Antwort zu geben. Wir wären sehr froh, wenn Sie dies nutzen. Also noch diese Umfrage und dann geht es in einer Minute los. Jetzt sollte sich die Umfrage auch geöffnet haben. So, dann haben wir von allen Teilnehmern eine Antwort erhalten. Ich denke, Sie sehen das auch. Es sind 9 Teilnehmer bereits in der Normung aktiv, haben vielleicht sogar über die VDE-Anwendungsregel damit schon mal was gehört. Ein Teilnehmer ist dabei, der noch nicht aktiv ist und somit hier vielleicht die Informationen heute ganz neu sind. Dann danke ich Ihnen für die Teilnahme. Ich habe damit zunächst alles gesagt. Ich übergebe damit jetzt an Herrn Heusinger und ich freue mich auf einen spannenden Vortrag. So, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie hören mich alle recht gut. Ich bedanke mich erstmal für Ihre Teilnahme an diesem Webinar, an diesem ersten Webinar, das wir hier seitens DKE veranstalten. Sie haben von Frau Sann eben eine umfassende Einführung erhalten. Das heißt, ich kann eigentlich direkt mit dem Vortrag beginnen, möchte allerdings nochmal darauf hinweisen, dass wir von Ihrer Seite aus gerne Fragen beantworten. Scheuen Sie sich da nicht, irgendwelche Fragen zu stellen. Wir versuchen das nach bestem Wissen und Gewissen. Gut, wenn ansonsten keine konkreten Fragen im Moment sind, dann würde ich mit dem Vortrag beginnen, der sich letztendlich zusammensetzt oder der abläuft wie folgt. Ich will letztendlich mal hinführen über die hier dargestellte Gliederung zu diesem Konstrukt, das wir haben, VDE-Anwendungsregel. Wir fangen mal an mit den Herausforderungen, die in der Normung gestellt sind, würden dann einen ersten Lösungsansatz präsentieren und dann hinkommen zu den VDE-Anwendungsregeln. Was sind die Eigenschaften dieser Publikationsform? Ich möchte mal mit folgender These, die Sie hier oben auf der Folie sehen, starten. Normung ist uncool. Absichtlich auch mit einem Fragezeichen dahinter, weil diese These doch ganz gewaltig gleich hinterfragt wird. Vorurteile, die es momentan im Bereich der Normung gibt, sehen Sie hier jetzt der Reihe nach aufploppen. Das sind solche Aussagen wie, Normung ist nur was für große Firmen. Zu viele Stakeholder reden mit, Normung behindert Innovation, Normung dauert zu lange, Normung ist angestaubt, zu viel Formalismus, viel zu kompliziert alles, die Regeln zu kompliziert, um Normen erstellen zu können. Wie gesagt, das sind Vorurteile. Ich habe sie hier einfach mal zusammengefasst, um Ihnen mal einen Eindruck zu geben, wie letztendlich oder mit welchen Vorurteilen wir zu kämpfen haben und wie wir das dann mit der Normung als solches beantworten können. In der nächsten Folie, die immer noch übertitelt ist mit Normung ist uncool, habe ich mal dargestellt, welcher Nutzeneffekt durch die Normung entsteht. Und zwar sehen Sie da unten eine Zahl, 16 Milliarden Euro pro Jahr. Allein in Deutschland der Nutzeneffekt durch Normung. Jetzt ist natürlich die Frage, wie setzt sich dieser Nutzeneffekt zusammen? Da sehen Sie hier eine ganze Liste an Erfolgen, die durch Normen entstehen. Auf der einen Seite haben wir es zu tun mit dem Abbau von Handelshemmnissen. Hier geht es im Wesentlichen darum, dass Märkte geöffnet werden und insbesondere für unsere deutsche elektrotechnische Industrie, wenn Normen auch im Ausland angewendet werden, dadurch Märkte geöffnet werden, dort kann
importiert werden oder exportiert werden aus unserer Sicht. Der nächste Punkt, Systemkompatibilität, Interoperabilität, Austauschbarkeit. Gehen wir einfach mal den Begriff Systemkompatibilität an. Hier heißt es, dass auch andere Hersteller ähnliche Produkte liefern können, die dann mit dem Gesamtsystem kompatibel sind, also auch eingesetzt werden können. Nehmen Sie beispielsweise Toner für Laserdrucker. Da gibt es nicht nur die Originaltoner, sondern eben auch kompatible Toner, die weitaus günstiger sind. Das Thema Interoperabilität. Hier möchte ich ganz einfach das Thema Telefon mal in den Ring schmeißen. Telefon heißt, Sie können, wenn man alleine nur von Mobilfunk ausgeht, von Handy zu Handy telefonieren. Und es macht sich keiner so richtig Gedanken, wie verschiedene Hersteller an der Stelle interoperabel sind. Aber auch das Thema Festnetz zum Handy, genau dasselbe Thema. Interoperabilität ist durch Normung sichergestellt. Austauschbarkeit von Produkten brauche ich, glaube ich, nicht sonderlich erwähnen. Hier geht es im Wesentlichen darum, wenn irgendwo eine Glühbirne im Haus verbaut ist mit einer E7-Fassung, dann schaffen Sie es immer, irgendwelche Birnen, Glühbirnen zu finden, die in diese Fassung hineinpassen, weil diese Dinge genormt sind. Wir verwenden natürlich die Normen, die wir erstellen, als Grundlage für Produktprüfungen. Hier geht es im Wesentlichen um Qualitätsaspekte, aber auch ganz besonders um Sicherheitsanforderungen. Wir können mit den Normen umfassende Sicherheit von elektrotechnischen Produkten sicherstellen, um damit sowohl Menschen als auch Tiere als auch Sachen zu schützen vor der Einwirkung, vor negativer Einwirkung elektrischen Stroms oder von den Gefahren, die daraus ausgehen können. Wir stehen natürlich ganz besonders auch für Beschleunigung bei der Verarbeitung von technischen oder Verbreitung von technischen Innovationen, was vorhin als Innovationskiller dargestellt worden ist, ist eigentlich gar nicht der Fall. Im Gegenteil, Normen verbreiten Innovationen viel schneller in den Markt, weil in den Normen eben das geballte Wissen der technischen Experten steht, die diese Norm erarbeitet haben, und somit ist es für jeden möglich, die innovativen Themen frühzeitig über die Anwendung von Normen in das eigene Unternehmen reinzuholen. Und da auch das Stichwort Wissenstransfer. Last but not least ist natürlich auch die Normung oder die Normungsorganisationen eine Branchenplattform für Unternehmen, die sich an den Tisch der Normung setzen. Hier dürfen sich Unternehmen am neutralen Tisch der Normung unterhalten, was aus Compliance-Gesichtsgründen an anderer Stelle oft nicht möglich ist. So, dann kommen wir zur nächsten Folie, die im Wesentlichen nochmal übertitelt ist mit Normung ist uncool, aber wir haben eben schon gesehen, es gibt Vorteile, die die Normung bietet, also sowas wie Konsensprinzip. Am Tisch der Normung sitzen verschiedene Interessengruppen, die für Konsens oder im Konsensverfahren eine technische Regel entwickeln, die dann angewendet werden kann. Durch das Mehr-Augen-Prinzip am Tisch ist in jedem Fall sichergestellt, dass ein Thema fachlich abgesichert ist, das heißt, dass keine Einzelinteressen in entsprechenden technischen Regeln drinstehen. Das ist auch sichergestellt durch eine ausgewogene Besetzung innerhalb der Gremien von Normungsorganisationen. Da werden verschiedene Fachkreise auftauchen, die die Interessen entsprechend dieser Fachkreise dann auch artikulieren können. Last but not least stehen wir auch für eine Interessenvertretung der deutschen Industrie für den internationalen Bereich. Durch das Delegationsprinzip werden technische Experten in die internationale Ebene entsandt, die dann die deutschen Interessen dort vertreten müssen. Das heißt insbesondere für KMU, dass ein erhöhter Reiseaufwand als Beispiel an dieser Stelle entfällt. Und unten der letzte Punkt, die Norm als verlässliches Produkt. Ja, ganz klar, in den Normen stehen keine Geschichten, da stehen Fakten, dort ist der Stand der Technik abgebildet. Eine Norm als solches ist widerspruchsfrei und im
gesamten Normenwerk dann auch konsistent mit anderen Normen, das heißt auch zu anderen Normen weitgehend widerspruchsfrei. Und die Norm als solches ist natürlich anerkannt in der Industrie, bei den herstellenden Betrieben, die die Normen anwenden, um ihre Produkte sicher zu machen. So, jetzt haben wir die Vorteile der Normung gesehen. Wir haben aber auch das Problem, dass Normung als solches an vielen Stellen sehr zäh, sehr langsam abläuft. Also der Zeitbedarf für die Erstellung einer Norm ist an vielen Stellen sehr hoch. Deswegen gibt es Forderungen, wie markt- und bedarfsgerecht die Normung ergänzt werden muss durch andere Produkte. Also was ich eben schon erwähnt hatte, Arbeitsergebnisse müssen schneller verfügbar sein am Markt, insbesondere natürlich in diesen hochinnovativen, hochdynamischen Themen, die wir heute haben, wie Elektromobilität, wie Industrie 4.0, Internet der Dinge. Das sind alles Themen, die eine gewisse Dynamik haben und Ergebnisse aus Forschungsprojekten oder Ähnlichem sollen natürlich möglichst zeitnah in entsprechende Papiere umgesetzt werden. Das trifft auch das Thema frühzeitig Innovationen aufgreifen. Das heißt, wenn man in innovativen Themen unterwegs ist, möchte man natürlich auch zu einem möglichst frühen Zeitpunkt diese Innovationen in Normen oder in vornormative Produkte am Markt verfügbar haben, damit auch dieser Wissenstransfer, diese Durchdringung von Innovationen am Markt greifen. Was wir in den letzten Jahren sehr verstärkt bemerken, sind Querschnittsthemen, hier unter dem Begriff technikkonvergente Themen aufgeführt. Hier geht es im Wesentlichen darum, dass Systemgedanken in diesen ganzen Forschungsthemen drin sind. Ein Smart Grid wird nicht mehr ohne IKT funktionieren. Elektromobilität ist ohne Telekommunikation auch nicht denkbar, wenn man sich gerade überlegt, dass Elektrofahrzeuge auch irgendwann mal in der Öffentlichkeit an Ladestationen tanken müssen und dort ein Abrechnungsverfahren etabliert werden muss. Also das Thema Technikkonvergenz ist momentan in allen Bereichen ein Thema, das nicht vernachlässigt werden darf. Dann brauchen wir natürlich auch Produkte, also Papiere, die als Basis für weitere Diskussionen in der Fachöffentlichkeit dienen können. Und das können auf der einen Seite wissenschaftliche Veröffentlichungen sein, auf der anderen Seite aber auch vornormative Dokumente, die in der breiten Öffentlichkeit doch eher bekannt sind als Fachpublikationen. Und der letzte Punkt, wenn in verschiedenen dynamischen Bereichen Papiere erforderlich sind, nach denen letztlich gearbeitet werden kann, bilden sich an vielen Stellen Foren und Konsortien, die dann den Anspruch haben, im kleinen Kreis Papiere zu entwerfen, nach denen gearbeitet wird. Dieses Bilden von Foren und Konsortien möchten wir mit dem Anbieten neuer Publikationsformen, die eben wesentlich schneller funktionieren als eine Norm, unterbinden und möchten letztendlich auch vorhandene Foren und Konsortien versuchen, in die Normungsplattformen mit einzubinden, indem man ihnen eben aufzeigt, dass wir Produkte haben, die schneller funktionieren. Der Lösungsansatz ist, eine Spezifikation zu erstellen. Und eine Spezifikation ist nichts anderes als ein vornormatives Produkt vor der Norm. Jetzt muss ich an dieser Stelle vielleicht nochmal mit ein paar Begriffen um mich werfen bezüglich Norm, Standard, Spezifikation. Das sind drei Begriffe, die häufig durcheinander geraten. Wir auf nationaler Ebene in Deutschland verwenden als Überbegriff von Norm und Spezifikation den Begriff Standard. Das hat sich im Laufe der Zeit immer mal wieder geändert, aber momentan ist das eigentlich Konsens, dass das so gesehen wird. Das ist letztendlich das Produkt, der Standard, die Norm, die Spezifikation. Dann gibt es auch noch die Tätigkeit.
einmal der Normung und die Tätigkeit der Standardisierung. Hier hat sich der Begriff des Spezifizierens nicht durchgesetzt. So, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen Spezifikationen, dann bedeutet es ja, aber von Fachleuten, wie es auf dieser Folie überschrieben ist. Das bedeutet, Fachleute, die Normungsorganisation, haben eigentlich das nötige Know-how, um Spezifikationen zu erstellen. Hier geht es im Wesentlichen darum, das, was es an Werkzeugen, was es an Mechanismen gibt, auch für Spezifikationen zu nutzen. Also der erste Punkt, die Normungsorganisationen sind gefragt, hatte ich, glaube ich, eben schon hinlänglich erläutert. Und das Thema Standardisierung ergänzt Normungsarbeit, nämlich dann, wenn es schneller gehen muss. Was wir als Normungsorganisation in jedem Fall leisten können, ist eine Sicherstellung der Konsistenz von Spezifikationen mit dem Normenwerk. Wir verhindern damit eine Parallelnormung oder Parallelstandardisierung. Das heißt, für ein Aufgabenfeld werden nicht mehrfach Normen und Spezifikationen erstellt. Wir haben erprobte und effiziente Prozesse im Normungsmanagement. Diese Prozesse lassen sich letztendlich auch sehr effizient auf die Standardisierungsarbeit übertragen. Wir sind eine anerkannte Plattform für die technische Regelsetzung und fördern damit auch den Erfahrungsaustausch von technischen Experten und können als Veröffentlichungsform einmal das, was die DKE anbietet, die VDE-Anwendungsregel erstellen und können dann aber auch sogenannte DIN-Specs erstellen. Das sind im Prinzip ähnliche Veröffentlichungsformen mit leicht anderen Eigenschaften. Da komme ich aber später nochmal drauf. Und wir wollen insbesondere auch im Bereich der Standardisierung mal neue Methoden zur Erstellung und Verbreitung von Arbeitsergebnissen einführen. Also solche Themen wie Wikis, aus denen dann letztendlich auch Anwendungsregeln entstehen können. Gut, in dieser Folie sehen Sie einen Überblick über die Anwendungsregeln. Also, was ich eben schon erwähnt habe, sind im weitesten Sinne Handlungsempfehlungen, die den Stand der Technik und ein Mindestniveau an Sicherheit für elektrische Produkte beschreiben. Das ist ähnlich wie bei Normen, mit dem Unterschied, dass wir hier an vielen Stellen einfach schneller sind und die Themen auch zielgerichteter darstellen können. Dynamische Zukunftsmärkte als nächster Punkt. Wir sind natürlich, wenn wir in Förderprojekten als Beispiel involviert sind, immer daran interessiert, diese Ergebnisse möglichst schnell der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, aber auch Themen, die momentan in aller Munde sind, sowas wie Internet der Dinge, Industrie 4.0, können wir damit relativ schnell befeuern und können damit bestimmtes Wissen zur Verfügung stellen. Mit unseren Anwendungsregeln können wir helfen, die europäische und internationale Normungsarbeit vorzubereiten. Ganz klar, für eine internationale Normung benötigen wir sogenannte New Work Item Proposals, die natürlich auch im Expertenkreis erstellt werden müssen. Auch vor dieser Erstellung dieser Normungsanträge bedarf es natürlich einer gewissen Abstimmung. Und das sind alles Zeiten, die damit von der Idee bis zu diesem Normungsantrag erstmal berücksichtigt werden müssen, die auch nicht zu vernachlässigen sind. Und damit können wir den Prozess einer schnelleren Konsensfindung in Form einer VDE-Anwendungsregel vorantreiben und haben dann mit Erarbeitung oder Veröffentlichung einer VDE-Anwendungsregel sofort die Chance, durch eine Übersetzung ein New Work Item Proposal zu generieren und können damit sofort in die internationale Normung gehen. Anwendungsregeln können von jedermann initiiert werden. Das bedeutet letztendlich, ähnlich wie in der Normung, das Jedermann-Prinzip, ob das jetzt größere Kreise sind, Normungsgremien oder auch einzelne Personen, spielt bei uns keine Rolle. Anwendungsregeln müssen aber den Ansprüchen des VDE-Vorschriftenwerks genügen. Da komme ich dann gleich nochmal in der nächsten Folie drauf, welche Anforderungen das sind. Und Anwendungsregeln müssen einem öffentlichen Einspruchsverfahren unterzogen werden oder, wenn das nicht der Fall sein sollte, müssen sie durch ein Komitee bei der DKE autorisiert werden.
Gut, dann bin ich auch schon bei den formalen Kriterien einer Anwendungsregel, also was ich eben schon erwähnt habe, Anwendungsregeln als Vorstufe zur Normung. Mit und ohne öffentliches Einspruchsverfahren ist beides möglich. Aber wir müssen den Anforderungen an das VDE-Vorschriftenwerk genügen. Und zwar gibt es dazu die sogenannte Satzung des VDE-Vorschriftenwerks. Das bedeutet, dieses Papier heißt erstmal VDE 0022. Und in diesem Papier stehen dann erstens mal Kriterien, die im Abschnitt 2.1 zusammengefasst sind, wann eine technische Regel ins Vorschriftenwerk aufgenommen werden kann. Das sind ganz einfach Festlegungen über die Abwendung von Gefahren für Menschen, Tiere und Sachen. So steht es da zumindest. Und zwar bezieht sich das auf zum Beispiel elektrische Spannungen und Ströme, also diese Gefahren, diese Eigenschaften, von denen diese Gefahren ausgehen. Beispielsweise elektrisch verursachte Überspannungen oder auch das Thema elektromagnetische Felder, die mit berücksichtigt werden. Aber auch mechanische, thermische, toxische Gefahren, die ausgelöst werden durch elektrischen Strom. Denken Sie daran, wenn eine Batterie als Beispiel einen Kurzschluss hat und abbrennt, dann entstehen giftige Gase. Dann ist als Punkt B ein beschriebenes Verfahren nach VDE 0022 Abschnitt 6 erforderlich. Da steht drin, wie Anwendungsregeln, welche Eigenschaften Anwendungsregeln haben. Und letztendlich in Punkt C muss eine inhaltliche Autorisierung durch mindestens ein Fachkomitee stattfinden. Wenn diese drei Punkte erfüllt sind, dann kann eine technische Regel, auch eine Anwendungsregel, in das VDE-Vorschriftenwerk übernommen werden. Bei einer VDE-Anwendungsregel gelten nicht alle 10 Grundsätze in der Normung. Welche das sind, zeige ich Ihnen auch gleich in der nächsten Folie. Darüber hinaus erarbeiten wir die Anwendungsregeln aber immer auf Grundlage der DIN 820. Das ist quasi die Vorschrift, wie Normen zu erstellen sind. Und last but not least, ein Fachgremium entscheidet dann auch, ob aus einer Anwendungsregel, das was ich eben schon erwähnt habe, ein New Work Item Proposal wird und damit bei IEC als Normungsvorschlag seitens Deutschland eingereicht wird. So, wie sieht das aus? Anwendungsregel versus Norm. Hier in dieser Übersicht sehen Sie zunächst mal die 10 Normungsgrundsätze, angefangen von Freiwilligkeit über Öffentlichkeit, das Jedermannsprinzip, das ich eben schon erwähnt hatte, bis hin zur Internationalität. Bei Normen müssen alle diese Dinge zutreffen, bei VDE-Anwendungsregeln nur eingeschränkt, wie zum Beispiel die Internationalität. Dadurch, dass eine VDE-Anwendungsregel ein nationales Produkt ist, haben wir hier zunächst mal nicht den Anspruch, dass sie auf internationaler Ebene eingebracht werden soll, es sei denn über diese New Work Item Proposals. Je nachdem, wie die Öffentlichkeit eingebunden wird über ein öffentliches Einspruchsverfahren oder nicht, ist natürlich auch die Öffentlichkeit vorhanden oder eingeschränkt. Und genau dasselbe bezieht sich auch auf den Konsens. Konsens in der breiten Fachöffentlichkeit, also in den Fachkreisen, findet natürlich dann auch nur statt, wenn alle eingebunden sind. Wenn man das Ganze in einem Standardisierungsgremium macht, dann ist es in diesem Fall eben ebenfalls eingeschränkt. In dieser Folie sehen Sie eine Gegenüberstellung mit anderen Veröffentlichungsformen, also solche Dinge wie: Voraussetzung ist ein öffentliches Einspruchsverfahren, gilt natürlich uneingeschränkt für eine Norm, gilt dann wiederum nur eingeschränkt für Vornormen, für Anwendungsregeln oder für DIN-Specs. Dann das Thema: kann anerkannte Regel der Technik werden, nur wenn A, ein öffentliches Einspruchsverfahren erfolgt ist und B, diese Papiere auch angewendet werden, dann sind sie anerkannt in der, letztendlich in der Herstellerschaft. Deswegen ist auch bei der VDE-Anwendungsregel eine Klammer um das Kreuzchen, nämlich nur wenn ein öffentliches Einspruchsverfahren erfolgt ist, kann sie auch anerkannte Regel der Technik werden. Dann
Kriterien für die Aufnahme des VDE-Vorschriftenwerks erfüllt, gilt für die ersten drei Produkte, für die DIN-SPEC nicht. Die können wir nicht ins VDE-Vorschriftenwerk aufnehmen. Teil des deutschen Normenwerkes ist natürlich nur eine Norm. Teil des VDE-Vorschriftenwerks sind auch die ersten drei Produkte. Dann in verschiedenen Verzeichnissen enthalten sind die Norm, die Vornorm und die DIN-SPEC. Die VDE-Anwendungsregel ist nur, muss ich sagen, in der Perinorm vertreten, aber dort eben entsprechend auch auffindbar. Ein kleines Unterscheidungsmerkmal ist in jedem Fall auch der Erarbeitungsprozess bzw. die Dauer. Bei einer Norm ist hier in jedem Fall mit einer größeren Dauer als 11 Monaten zu rechnen. Bei einer Vornorm sind es dann 3 bis 6 Monate. Genau dasselbe gilt für eine DIN-SPEC und für die VDE-Anwendungsregel. Je nachdem, wie gut die Vorarbeiten schon erledigt sind, können wir mit 2 bis 4 Monaten rechnen, je nachdem auch, ob ein öffentliches Einspruchsverfahren erfolgt oder nicht. Herr Heusinger, es hat eben die Frage gegeben, wie lange denn der Erarbeitungsprozess im Vergleich, eine Anwendungsregel im Vergleich zu einer Norm dauert. Ich denke, die Frage ist beantwortet mit dieser Folie. Ich habe allerdings auch noch eine Frage. Wenn man jetzt diese Klammern mal weglässt und alle Kreuze als Kreuze sieht, wo ist denn noch der Unterschied einer VDE-Vornorm im Vergleich zu einer VDE-Anwendungsregel? Außer, dass die VDE-Anwendungsregel nur im DIN- und BEUT-Verzeichnis enthalten ist. Also, wenn jetzt ein Gremium ein Dokument erarbeiten möchte, wo ist der Nutzen, wenn es jetzt, um zu sagen, machen Sie eine VDE-Anwendungsregel oder nutzen Sie die Vornorm? Moment. Ja, im Wesentlichen für die Veröffentlichungsform als solche gibt es keinen großen Unterschied, außer eventuell die Dauer des Erarbeitungsprozesses. Der wesentliche Unterschied, den ich sehe, ist, Normungsgremien sollten im Wesentlichen eher auf die DIN-VDE-Vornorm gehen, weil die ganzen Erarbeitungsprozesse oder die strengeren Erarbeitungsprozesse einer Norm auch kennen. Auf der anderen Seite, die VDE-Anwendungsregel bietet sich immer dann an, wenn kein entsprechendes Gremium bisher vorhanden ist. Das heißt, gerade aus Förderprojekten als Beispiel, wenn die Ergebnisse eines Förderprojektes am Ende der Laufzeit nicht in der Schublade verschwinden sollen, sondern auch weiterhin Bestand haben sollen, dann richten wir einen kleinen Arbeitskreis ein, der dann autorisiert wird, diese Anwendungsregel zu erstellen und damit, wie gesagt, kein vorhandenes, etabliertes Normungsgremium vorhanden ist. Vielen Dank. Gut, dann gehen wir mal auf ein Ablaufdiagramm für eine VDE-Anwendungsregel, das sich hier wie folgt darstellt. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann, deswegen versuche ich es mal in kurzen Worten zusammenzufassen. Es geht im Wesentlichen darum, wenn ein Antrag für eine Anwendungsregel bei uns reintropft, dann prüfen wir zunächst mal, ob wir als DKE zuständig sind und ob es eventuell, ob der Bedarf, der mit diesem Antrag artikuliert wird, nicht bereits durch andere Papiere abgedeckt ist. Wenn das der Fall ist, dann verweisen wir auf das entsprechende Gremium bzw. die entsprechenden anderen Publikationen. Wenn es der Fall sein sollte, dass Bedarf an einem entsprechenden Papier besteht, dann prüfen wir, ob die Anforderungen für die Aufnahme im VDE-Vorschriftenwerk erfüllt sind. Wenn das nicht der Fall ist, erstellen wir eine DIN-SPEC, also das Thema geht nicht verloren, aber wir erstellen dann eine DIN-SPEC, während wenn die Anforderungskriterien erfüllt sind, das in das VDE-Vorschriftenwerk aufzunehmen, kommt es auch als VDE-Anwendungsregel in Betracht. Es wird ein Manuskript erstellt. Es wird, je nachdem, ob kein öffentliches Einspruchsverfahren gewählt wird, wird das Ganze mit dem zuständigen Fachgremium nochmal diskutiert. Wenn es nochmal Änderungsbedarf gibt, fügen wir da nochmal eine Schleife ein. Ansonsten kriegen wir relativ zeitnah die Publikation. Sobald ein öffentliches Einspruchsverfahren gewählt ist, wird das Ganze, das ist der rechte Zweig, wird das Ganze behandelt wie eine Norm. Das heißt also die Prozesse, die wir dann schon
bei der DKE kennen. So, dann kommen wir noch zu ein paar Facts and Figures. Hier mal dargestellt die Themengebiete, die durch Anwendungsregeln abgedeckt werden. Sehr großes Themengebiet ist natürlich Energie und Netze, gerade im Bereich Smart Grids und erneuerbare Energien sind hier viele Anwendungsregeln ins Leben gerufen worden. Das Thema AAL, Ambient Assisted Living, wird, denke ich, jedermann ein Begriff sein. Hier geht es im Wesentlichen darum, durch Assistenzsysteme Bedürftige länger in den eigenen vier Wänden halten zu können. Das Thema Licht, gerade im Bereich LED, tut sich da einiges auf dem Beleuchtungssektor. Medizinprodukte sind hier auch erwähnt, Kommunikation oder Photovoltaik. In der nächsten Slide sieht man nochmal die jährliche Veröffentlichung von entsprechenden Anwendungsregeln. Also im Jahr 2009 sind wir gestartet mit 6 Anwendungsregeln, dann 3. Es variiert immer ein bisschen, je nachdem wie groß der Bedarf ist. Laufen Förderprojekte, es kommen neue Themen hoch. Wird man entsprechend Anwendungsregeln rausgeben. Und wenn ich da mal so eine Quersumme bilde, sind es momentan so etwas über 40 Anwendungsregeln, die momentan in unserem Portfolio sind. So, und als letztes stellt sich natürlich immer die Frage, woher kommen VDE-Anwendungsregeln oder die Initiative, VDE-Anwendungsregeln zu erstellen. Hier ist als erstes zu nennen natürlich Förderprojekte. Förderprojekte verschiedenster Couleur, ob vom Bundeswirtschaftsministerium oder vom Bundesforschungsministerium. Eine besondere Ausprägung haben sogenannte INS-Projekte. Das ist der erste Spiegelstrich oben. Hier geht es um Innovation mit Normen und Standards. Und TNS-Projekte, Transfer von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen in Normung und Standardisierung. Wenn man das Ganze mal betrachtet zwischen der reinen Forschung und der Normung, sind zeitlich gesehen hinter der Forschung als erstes TNS-Projekte angesiedelt und dazwischen, also zwischen TNS-Projekten und der Normung oder der Entwicklung von Produkten, dann INS-Projekte. Beide BMWI-Förderrichtlinien sind leider in 2015 ausgelaufen. Wir haben aber schon signalisiert bekommen, dass es eine neue Förderrichtlinie ab 2016 geben wird, die dann aller Voraussicht nach ähnlich ablaufen wird wie TNS-Projekte. Wenn dazu noch Fragen sind, können Sie auch gerne im Nachgang mich da nochmal ansprechen. Dann kann ich Ihnen das nochmal erläutern, wie das funktionieren wird. Ja, Normungs- und Standardisierungsgremien sind natürlich auch immer wieder Initiatoren und Quellen für VDE-Anwendungsregeln, aber auch unser Beraterkreis Technologie. Das ist ein Gremium aus hochrangigen Vertretern von Wissenschaft und Industrie, die uns in neuen Technologien beraten, wo Ideen kommen, in welche Richtung sich der Markt entwickeln wird. Und dort werden wir auch aktiv und überlegen, ob Anwendungsregeln daraus abzuleiten sind. Wir haben bei DKE und VDE ein Innovationsmanagement. Hier können Sie auch Ihre Ideen angeben. Wir erstellen daraus Innovationsdossiers, beleuchten also einfach mal den ganzen Bereich rund um dieses innovative Thema und ja, erstellen dann eben eine Übersicht, die wir auch wieder ins Netz stellen. Und aus diesen Ideen generieren wir dann auch an der einen oder anderen Stelle VDE-Anwendungsregeln. Eine besonders für uns wichtige Quelle ist auch die Next Generation DKE. Ich glaube, die meisten von Ihnen, die heute hier in diesem Webinar mit eingewählt sind, ist das ein Begriff. Hier geht es im Wesentlichen darum, dass wir die junge Generation an die Normung ranführen möchten, auch mit neuen Erstellungsmethoden. Und in den Gesprächen mit Next Generation gibt es natürlich auch Ideen, in welche Richtung die Normung abläuft und welche Anwendungsregeln gegebenenfalls dann erstellt werden können. Nicht zu vernachlässigen auch unser Programm Science to Standards. Hier geht es im Wesentlichen darum, dass wir Studenten elektrotechnischer Fachdisziplinen es ermöglichen, mit uns zusammen ihre Bachelor- oder Masterarbeit zu machen. Hier gibt es eine Förderung für maximal ein halbes Jahr. Wie
der Name schon sagt, muss ein elektrotechnisches Thema natürlich berührt sein und es muss die Normung in irgendeiner Form in dieser Arbeit mit vorkommen. Und diese Bachelor- und Masterarbeiten bieten uns dann auch immer wieder die Möglichkeit, daraus entsprechende Anwendungsregeln abzuleiten. So, das sollte mein Schlusswort gewesen sein. Ich bedanke mich zunächst für Ihre Aufmerksamkeit. Falls Fragen sind, können wir die gerne jetzt noch beantworten. Ich sehe hier schon Zeichen. Tatsächlich gibt es eine Frage, die lautet, ist die Gültigkeit einer Anwendungsregel beschränkt? Wenn das nicht der Fall ist, wer pflegt denn diese Anwendungsregel oder sagt, dass sie auch noch aktuell ist? Hier ist es genauso wie in der Normung auch. Es müssen alle 5 Jahre eine Überprüfung stattfinden, ob eine Anwendungsregel noch dem Stand der Technik entspricht. Hierzu werden wir in jedem Fall das Fachgremium, das die Anwendungsregel seinerzeit freigegeben hat, wieder befragen, ob die noch dem Stand der Technik entspricht oder ob diese Anwendungsregel dann ersatzlos gestrichen werden kann oder ob auch eine Anwendungsregel natürlich an den Stand der Technik angepasst werden kann. Außerdem werden natürlich VDE-Anwendungsregeln dann zurückgezogen, wenn wir parallel dazu die internationale Normung angestoßen haben, das heißt also New Work Item Proposals bei IEC eingereicht haben. Sobald dann die entsprechende Norm über den Prozess bei IEC und den Prozess bei CENELEC dann auf nationaler Ebene eingetroffen ist, werden wir die Anwendungsregel als initiales Dokument dafür zurückziehen. Vielen Dank für die Antwort. Bisher gibt es keine weiteren Fragen. Wenn Sie jetzt noch direkt Fragen haben, können Sie die gerne stellen. Sollten Sie aber im Nachgang auch noch Fragen haben, dann können Sie auch die gerne an uns richten. Sie sehen dort auch einen Kontakt oder Sie können uns auch per E-Mail kontaktieren über Webinare. Es gibt weiterhin noch keine Frage. Damit möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei unserem heutigen Experten, Herrn Dr. Stefan Heusinger, für dieses sehr informative und aufschlussreiche Webinar. Ich denke, wir haben gelernt, dass VDE-Anwendungsregeln eine Möglichkeit sind, sehr schnell auf nationaler Ebene zunächst ein vornormatives Dokument zu erarbeiten, was dann einfach bei Bedarf auch sehr schnell und flexibel international eingebracht werden kann. Man hat diese Vorarbeiten dann einfach schnell und gut festgehalten. Wie erwähnt, würden wir uns freuen, wenn Sie an der Umfrage im Anschluss teilnehmen, damit wir auch unsere Webinare hier verbessern können. Und Sie erhalten natürlich den Link mit der Aufzeichnung zu diesem Webinar, um sich das Ganze in Ruhe nochmal ansehen zu können. Wir werden versuchen, Ihnen das möglichst heute noch zur Verfügung zu stellen. Dann möchte ich noch auf das nächste Webinar hinweisen. Das findet am Montag, den 13.07. um 9 Uhr statt und hat das Thema Normungsroadmap, geballtes Wissen in einem Dokument. Dort werden Sie sicherlich auch viele gute Informationen erhalten. Das ist die nächste Dokumentenform, die wir hier neben den reinen Normen haben aus der DKE. Ja, an dieser Stelle möchten wir uns verabschieden von Ihnen. Wir wünschen Ihnen noch einen guten Tag. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, knapp eine Dreiviertelstunde uns zuzuhören. Also auf Wiederhören. Tschüss.